Servus Freunde, es ist Freitag und es ist wie immer bei uns Review-Zeit. Und zwar haben wir heute zu Gast diesen schwarzen Karton. Und für was man diesen schwarzen Karton alles Geiles benutzen kann, das sagen wir euch gleich nach dem Intro. Viel Spaß! Fangen wir wie immer mit dem Lieferumfang an. Wir haben heute von Bugatti die A&K SR25 oder K25, nennt die sich glaube ich von A&K. ZQB-Version gekriegt, gibt es hier noch in der extra langen SR25-Version, K25-Version mit Schalldämpfer und etwas längerem Riss vorne dran. Wir haben jetzt die ZQB-Version gewählt gehabt, um euch diese jetzt halt vorzustellen. Also, wir haben das Ganze kommt in diesem natürlich sehr schönen schwarzen Pappkarton. Ich habe es jetzt für euch schon mal aufgemacht. Sie ist in Styropor eingebettet, also somit sehr gut vor Schäden geschützt. Wir haben dabei ein Highcap-Magazin, was ca. 300 Schuss fasst, 250, 300 Schuss fasst. Wir haben dabei einen Frontgriff gleich dabei, den Reinigungsstab. Dann haben wir hier Papierkram, da ist alles dabei, wie die Waffe schussfähig gemacht wird, wie man das Hop-Up einstellt, wie man Akku einlegt und einen kleinen Katalog mit Details bzw. mit möglichen Geschichten, die es gibt für die Waffe an Anbauteile und so weiter und so fort. Und eine Explosionszeichnung ist dabei. Ja, und es gibt noch ein kleines Päcklein Kugeln mit 0,20 Gramm. In der Ausführung, die ist hier drin, bei mir leider nicht mit dabei gewesen. Kann man nicht ändern, aber bei euch soll es eigentlich dabei sein. Gut, wir wollen uns die Waffe jetzt mal genauer anschauen und dafür hole ich euch wieder näher an die Kamera. Beginnen wir immer von vorne nach hinten. Wir haben an der Front natürlich einen Mündungsfeuerdämpfer, der lässt sich abschrauben. Hier allerdings Achtung, wenn ihr die Kappe abschraubt, habt ihr nur so ein Stück in der Hand, um an das 14 mm Negativgewinde zu kommen, müsst ihr genau in die gegengesetzte Richtung schrauben, heißt nach links rum, dann öffnet sich das komplette, beziehungsweise kann man das komplette Sache, die kompletten Mündungsfeuerdämpfer abschrauben und ihr habt hier das 14 mm Negativgewinde. Na, jetzt geht es ja nicht drauf. So, also. Dann haben wir weiterführend das schöne Rail-System. Ich habe es euch jetzt schon mal ein bisschen zusammengebaut, so wie sie vom Lieferumfang her kommt. Wir haben die Rail-Covers auch im Lieferumfang integriert, sowohl links als auch rechts montierbar. Einmal auch hier das Flip-Up-Visier in der was ist das? Korn? Kimme? Korn? Kimme. Das ist Kimme, genau. Also in der Kimme, na, das ist doch Korn. Ist ja egal. Auf jeden Fall die Frontvisierung lässt sich schön aufklappen. Hier allerdings schon das erste Mankel, was ich jetzt habe, beispielsweise ist, und zwar, wenn ihr das seht, zum Beispiel, man kann es nach vorne kippen. Komisch. Also, wie gesagt, es rastet nicht ein. Das heißt, man muss hier die gerade Linie finden, aber ich denke, die meisten von euch werden eh ein Side drauf packen. Gut, klappen wir es wieder runter. Dann haben wir natürlich die Rail. Die Rail ist sehr schön gefertigt, muss man sagen. Man schneidet sich daran jetzt nicht die Pfoten auf. Ich gehe mal ein bisschen weiter. Man schneidet sich dementsprechend auf jeden Fall nicht die Pfoten auf. So, jetzt habe ich noch eine E-Mail bekommen. Ist auf jeden Fall schön verarbeitet. Aus Aluminium-Druckguss CNC gefräst. So, gehen wir weiter an das Hauptgehäuse. Wir haben hier ebenfalls alles aus Aluminium hergestellt. Durch Zurückziehen
des Charging Handles öffnet sich hier auch das Hop-Up-Fenster bzw. die Hülsen, Auswürfe, Trappe, noch sonstiges. Und ich kann hier ähnlich oder genauso wie bei der M4 das Hop-Up bequem einstellen. Dann haben wir den Magazinauswurf, was hier schön ist. Ich kann es beidseitig verwenden. So, so, als auch so. Das ist natürlich sehr schön gelöst. Weiterführend haben wir den Handgriff aus Kunststoff gefertigt. M4 Standard, typisch. Braucht man nicht viel drüber zu sagen. Dann haben wir noch das, sagen wir mal, Rear Sight, also Rückvisierung, eine Hinterrückvisierung, wie auch immer ihr das nennen wollt. Dieses lässt sich in der Breite und in der Höhe einstellen. Was ich beim Frontside vergessen habe zu sagen, dieses lässt sich durch ein Tool, das mitgeliefert wird, ebenfalls in der Höhe justieren. Dann haben wir den Charging Handle. Da hier müssen wir auch sagen, ist auch noch ein Schwachpunkt. Ihr habt schon gesehen, das Ding klappert und windet sich da drin wie ein Hund sei Schwanz. Gut, gehen wir weiter. Ganz hinten zum Beispiel noch eine typische M4 Schulterstütze, die sich variabel meiner Geschichte anpassen lässt. Darunter auch die Steckverbindung. Wir haben in dem Fall ein Tamiya-Stecksystem. Hier empfehlen wir auf jeden Fall auf DIN-Stecker umzulöten, auf jeden Fall. Jetzt muss ich mal schnell übergreifen, war ein bisschen schwer. Beim Stock muss man sagen, der wackelt ebenfalls ein bisschen. Müsst ihr wissen, klappert auch ziemlich bei Verstellen, habe ich gerade gemerkt. Und fühlt sich, ja, ich kann es nicht schönreden, es fühlt sich einfach billig an, das Ding. Also wie gesagt, der Stock fühlt sich relativ günstig an, aber durch die Buffer Tube lässt sich ja M4 technisch alles Mögliche anbringen, worauf ihr halt gerade so Bock habt. So, dann gehen wir noch ein bisschen zurück, vielleicht ist jetzt ganz drauf. Ja, wie gesagt, das war's zu der SR25 im Detail. Gehen wir noch schnell auf die Markings ein, weil die sind schnell abgearbeitet. Wir haben lediglich hier das Bugatti Kaliber 6 mm und das FM5-Eck und auf der Rail jeweils noch die Visiereinheiten, also in T-Schritten in der Visierlinie, in der Rail-Linie, wie auch immer ihr das nennen möchtet. Ja, das war's schon. Mehr gibt's leider an der Waffe, an Markings nicht zu sehen. Gut, machen wir weiter im Text. Wir haben diese Waffe natürlich für euch auch wieder im Chrono bzw. im Schusstest gehabt, wobei ich jetzt sagen muss, nur im Schusstest. Weil zu dem Zeitpunkt, wo ich den Chrono bzw. den Schusstest aufnehmen wollte, ist mein Chrono kaputt gegangen, hat keine Messergebnisse mehr gezeigt. Wir versuchen es vielleicht mal bei Gelegenheit nachzuholen, aber beim Kronen auf dem Spieltag, wo wir sie dabei hatten, hat sie ihre 1,45 bis 1,5 Joule gebracht. Also laut Angaben eigentlich relativ identisch. Müsst ihr mir jetzt an der Stelle einfach jetzt mal glauben. Ein Schusstest, den zeige ich euch allerdings wie gewohnt auf 30 Meter Indoor mit 0,25 Gramm und optimal eingestellten Hop-Up-System. Und was wir da für Ergebnisse erzielt haben, das zeigen wir euch jetzt. So, machen wir noch schnell unseren Technikpart. Hier die Gearbox, natürlich erstmal alle Mythen, sage ich jetzt mal, ausgleichen. Und zwar die SR25 Gearbox ist keine Standard V2 Gearbox, sondern eine etwas verlängerte Version. Dementsprechend braucht man auch einen etwas verlängerten Zylinder, beziehungsweise eine etwas verlängerten oder ein bisschen, glaube ich, längeren Pisten. Ist, glaube ich, drin mit längeren Zähnen oder mit mehr Zähnen oder wie auch immer.
So, schauen wir uns das Ganze mal an. Also wie gesagt, wir haben hier die Tippet Plate, ist allerdings ganz normal V2 gehalten. Schauen wir mal die Schimmung an. Die Schimmung ist ganz okay. Hinten ist ein bisschen locker, aber das geht. Das ist noch in Ordnung. Kann man im Notfall so lassen. Ich würde es jetzt allerdings mal neu schimmen. So, dann schrauben wir uns das Ding schnell auseinander. Machen wir schnell einen Zeitraffer. So, dann klappen wir uns das Ganze mal auf. Schauen wir uns das mal genauer an. Als allererstes der Spring Guide, schön aus Stahl gefertigt, komplett aus Stahl mit Kugellager. Mal gucken, fängt das der Autofokus ein? Macht er nicht, egal. Auf jeden Fall sind hier zwei Kugellager verbaut, auf jeden Fall sehr schön. Und dann haben wir hier die 120er Feder, ganz normale Standardfeder. Tun wir auch mal auf Seite. So, dann haben wir den Anti-Reservel-AL. Punkt aus, fertig. Standard V2. Dann haben wir die Gears. Sind hier aus Stahl gefertigt. Die halten auch ordentlich was aus. Also 130 würden sie auf jeden Fall mitmachen. 140 würde ich jetzt nicht machen, aber 130 mit einer abgedichteten Gearbox kommt man auch so auf Zweitschule und das ist für eine SL25 auf jeden Fall ausreichend, finde ich jetzt. Gut, dann schauen wir weiter. Nehmen wir uns mal die Zylindereinheit raus, damit man da noch mal ein bisschen genauer hingucken kann. Die Switch ist eine Standard V2 Switch. Würde ich vorsichtig sein mit 11.1er Libros. Sage ich euch ganz ehrlich. Hier auf jeden Fall ist ein MOSFET zwingend nötig, weil wir es mit 7,4 auch betrieben hatten und da haben wir Gearjams hervorrufen können. Bei einer 11.1er ist es dann Geschichte gewesen, aber ich würde sie nicht auf Dauer mit 11.1er laufen lassen, so, und dann nur in Verbindung mit einem MOSFET oder mit einem elektronischen Abzugseinheit wie das Titan X oder ASCU, was es halt alles so gibt. Gut, dann tun wir uns die Shell mal auf Seite legen und kommen her mit der Zylindereinheit. Die Zylindereinheit ist natürlich eine Standard normal V2 Tabletplate. Fast jeder andere Raum. Dann haben wir hier Nozzle aus Kunststoff, macht einen recht günstigen, billigen Eindruck, ist aber etwas länger als ein normales V2 Nozzle, also normale M4 Nozzle. Da aufpassen, braucht der SR25 Nozzle. Dann haben wir die Zylindereinheit. Was noch zum Nozzle zu sagen ist, ist auch kein O-Ring drin. Wie gesagt, ist relativ günstig. Dann haben wir den Piston. Sehen wir schon, ist komplett Kunststoff verzahnt. Nur der letzte Zahn ist ein Stahlzahn, wo die meiste Energie drauf wirkt. Ja, was will man dazu sagen? Also ich persönlich würde da auf jeden Fall auf Stahlzähne umrüsten. Gut, dann tun wir mal die Dichtigkeit. Ja, dicht ist auch was anders, würde ich sagen. Es dichtet zwar ab, aber naja, was will man sagen? So, der Piston Head ist auch ebenfalls Kunststoff, allerdings schön ventiliert. Also wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde das Ding weg damit. Also den würde ich komplett tauschen. Stahlzähne, einen schönen Aluminium Piston Head mit guten Stahlzähnen und da habt auf jeden Fall euer Freude an. Dann den Zylinder. Den Zylinder würde ich sogar so übernehmen, wie er ist. Edelstahlzylinder, macht man nichts verkehrt. Den Zylinder Head, der sitzt sehr straff drauf mit einem O-Ring und einer Gummiabsorberplatte unten dran.
Standard V2 könnte jedes herkömmliche V2-Teil nehmen und könntet hier reinbauen. Ebenfalls hier allerdings der Kunststoff, wenn ihr von der Energie höher geht, würde ich ebenfalls tauschen. Und dann, ja, würde ich sagen, ist das, wo man auf jeden Fall wechseln muss. Ansonsten ist es eigentlich recht in Ordnung, ist recht anständig. Jedenfalls würde ich sagen, würde ich auf jeden Fall nicht höher gehen wie 130er Federn. Also knapp 2 Joule würde man da auf jeden Fall rauskriegen. Ja, das Tauschen, das Lassen und ihr habt auf jeden Fall eine Freude an. Gut, dann machen wir weiter mit dem Fazit. Bleibt mir noch abschließend jetzt zu euch zu sagen, das Fazit von der SR25 bzw. K25 von der Firma A&K. Ja, Begadi bringt hier ein SR25 Modell, was erschwinglich ist im Vergleich zu G&G bzw. Ares, glaube ich noch, die ja weit über 400 oder sogar 500 Euro kosten. Ich bin mir jetzt da nicht mehr sicher. Liegt jetzt die Waffe bei 280 Euro. Und ist aus dem Stock raus eigentlich brauchbar. Man kann sie benutzen mit einem 11,1 Volt Lipo Akku, ist das Teil auf jeden Fall in der CQB Version, sage ich jetzt mal, auf jeden Fall spielbar. Die Präzision ist okay für eine Stockwaffe, muss man ganz ehrlich sagen. Natürlich gibt es an den Internals bei dem Preissegment zu meckern. Wir haben natürlich eine relativ undichte Gearbox, wie wir es im Tuning bzw. im internen Part gesehen haben. Der Motor macht bei 7,4 Volt eigentlich schlapp. Da haben wir sogar Gearchamps gehabt bei 11,1 Volt. Allerdings müssen wir sagen, haben wir keine bekommen. Die Switch ist eine einfache. Gerade mit 11,1 Volt Lipo wäre ich da sehr vorsichtig. Da ist ein MOSFET eigentlich Pflicht. Der Lauf, da lässt sich auf jeden Fall noch ein bisschen was rausholen mit einem schönen Hop-Up-Bugging. Das Hop-Up-System, was ihr gesehen habt, aus Metall ist, würde ich auf jeden Fall weiter benutzen. Da kann man auf jeden Fall nichts verkehrt machen. An für sich, muss man sagen, ist vom Stock her eigentlich eine relativ spielbare Waffe. Auch für Neulinge in dem Bereich, sage ich jetzt mal. Die große Schwester mit dem extra Schalldämpfer, da schaut es ganz anders aus, sage ich jetzt mal. Wir haben hier genau die gleiche Internals, aber in der Größe, was jetzt die große Schwester ist, Link natürlich ebenfalls in der Videobeschreibung, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, Tuning zu investieren. Begadi bietet hier natürlich von vornherein Stock-Tuning an, in verschiedenen Preiskategorien. Könnt ihr euch gerne aussuchen, könnt ihr auch gerne in Anspruch nehmen. Wir haben es bis jetzt zweimal gemacht und sind vollstens zufrieden mit den Ergebnissen und muss halt auch sagen, die machen ihre Arbeit sehr gut. Und was das Schönste ist, das ist natürlich legal, weil ihr müsst immer bedenken, wenn ihr was an der Waffe leistungstechnisch verändert, dann dürft ihr euch nicht erwischen lassen, weil ansonsten wird es gefährlich. Ja, gut. Wie gesagt, man kann es auf jeden Fall benutzen. Bei uns bleibt es auf jeden Fall im Team, müssen wir sagen. Wir haben da schon jemanden, der sein Herz dran verloren hat. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Wünsche habt für Review-Ware, einfach unten mal in die Kommentarbox reinklatschen. Ansonsten über Kritik oder sonstiges bin ich euch dankbar, wie immer. Und lasst halt einen Daumen oder, wenn ihr wollt, sogar ein Abo da. Ja, gut. Dann verabschiede ich mich an der Stelle und wünsche euch ein schönes Wochenende und man sieht sich. Ach ja, noch was Werbung in eigener Sache. 26.11. Das letzte FV-Spiel in Heinersdorf vor der Winterpause für uns. Wenn ihr wollt, schaut halt mal vorbei, schreibt es halt einfach in die Kommentare für einen Kontakt oder sonstiges. Ich würde mich freuen, wenn man sich sieht und verbleibe an der Stelle. Euer Heubi. FV. Macht's gut.